Also ich war am Anfang etwas überrascht, als ich die Einladung von der Oberbürgermeisterin im Briefkasten hatte, weil ich noch gar nicht so lange in Lindau lebe und dachte, dass ich gar nicht groß hilfreich sein kann. Bürgerbeteiligung, Karl-Beber-Platz. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was es ist. Ich musste auch ehrlich gesagt den Karl-Beber-Platz erstmal googeln. Ich wohne ungefähr seit knapp 2 Jahren in Lindau und war einer von den 24 BürgerInnen, die durch das Losverfahren gezogen wurden. Wir betreiben ein Restaurant, wohne auf der Insel, arbeite dort und ich hoffe, ich konnte das Anliegen der Gastronomie gut einbringen. Ich habe mich darüber dann ein bisschen informiert und habe mich dann auch total gefreut, dabei zu sein. Dann war ich erstmal gespannt, was mich erwartet. Also ich dachte, okay, jetzt kommt ein Haufen Bürokratie, Entscheidungen oder Abstimmungen und sonst was, und das war aber ganz anders. Beim ersten Abend ging es hauptsächlich darum, dass wir uns am Anfang alle kennenlernen. Also das war wirklich eine super Mischung zwischen jüngeren, älteren Menschen, auch Leute, die schon ihr Leben lang in Lindau leben, andere wiederum erst seit einem Jahr. Wir kommen alle aus verschiedenen Situationen, hatten verschieden viel Informationen zu dem Karl-Beber-Platz und dem ganzen Prozess, der seit Jahren läuft. Aber es ging in allererster Linie darum, bei diesem ersten Treffen zu sagen, wir versuchen, alle gemeinsam auf ein Level zu kommen. Ich fand das am ersten Tag eigentlich ganz spannend, die ganzen Informationen zu hören, also von den verschiedenen Parteien auch. Die sind ja auch teilweise sehr konträr zueinander gewesen, aber ich fand das einfach ganz spannend, da erstmal die ersten Eindrücke zu sammeln. Es waren Vertreter der Stadt da, die uns über alles Mögliche, was den Karl-Beber-Platz betrifft, aufgeklärt haben, bauliche Dinge. Das Rechtsamt hat uns erklärt, was es für rechtliche Vorgaben gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Und nachdem wir dann wussten, okay, wir haben alle Informationen, die wir brauchen, sind wir dann zum zweiten Termin übergegangen. Beim zweiten Abend haben wir uns dann in 2 Gruppen eingeteilt und jeder hat für sich die Fragen ausgearbeitet. Was fehlt noch, was ist offen, was liegt wem am Herzen? Ein Moderator oder eine Moderatorin hat gesammelt, ob es eine Frage ist, eine Idee, eine Lösung oder ein Problem. Was könnte mit dem Platz passieren, was soll passieren, war natürlich sehr kontrovers, die Diskussion. Wo man sich im ersten Moment denkt, oh, da werden wir wahrscheinlich nie auf den gleichen Nenner kommen. Und da haben wir aber Fragen erarbeitet, auch Aussagen, auch wichtige Elemente, Schlüsselelemente, die für uns alle wichtig sind. Und so hat man gemerkt, wie wir alle ein bisschen näher zueinander gekommen sind. Also weg von der eigenen Meinung, also was finde ich gut oder was finde ich schlecht, sondern was könnten wir alle gemeinsam gut finden, ja? Oder was finden wir alle gemeinsam nicht so gut? Am Ende vom Abend haben wir uns dann einfach aus den 2 Gruppen wieder in eine zusammengefügt, um einfach gegenseitig nochmal zu besprechen, was ist passiert, wer hat was besprochen, wer hat was ausgearbeitet, und haben dann wirklich die für uns 4 bis 5 großen Themen zusammengeschrieben. Und diese 5 Themenschwerpunkte haben wir am letzten Abend in kleinen Gruppen zu einer Empfehlung für den Stadtrat ausgearbeitet. Da haben wir einfach für unsere Hauptthemen dann wirklich die Kernüberschriften gesucht, damit wir am Ende vom Tag wirklich zu einem Konsens kamen, wo keiner mehr einen schwerwiegenden Einwand dagegen hatte. Also am Anfang von der Reise dachte ich mir, das wird nichts. Aber siehe da, nach 3 Abenden, wo wir uns wirklich intensiv miteinander beschäftigt haben, mit verschiedenen Meinungen, sind wir dann mit einem klaren Konstrukt, was aus dem Karl-Beber-Platz werden soll, Richtung Stadtrat gegangen. Und haben diese 4 Empfehlungen ausgesprochen. Ich fand es super spannend und ich muss ehrlich sagen, ich bin super glücklich auch darüber, dass ich einer der Ausgelosten war, der daran teilnehmen konnte in dem engeren Kreis von den 24 BürgerInnen. Man hat immer so seinen eigenen Standpunkt, wenn man dann einfach mitbekommt, wie sieht das Ganze aus für jemand, wo schon sein Leben lang zum Beispiel auf der Insel lebt, wie sieht der das mit dieser Parkplatzsituation? Schön war es zu sehen, dass am Ende doch trotz verschiedenster Meinungen eine Lösung herauskam, mit der alle leben konnten und keiner damit Probleme hatte. Ja, ich wünsche mir eigentlich nur, dass sowas noch viel öfter und noch viel, viel mehr verwendet wird. Gerade jetzt, wo man vielleicht so das Gefühl hat, dass Meinungen sehr einseitig sind und dass es nur richtig oder falsch gibt, aber da wirklich so in solchen Prozessen wieder zueinander zu finden und auch gemeinsame Entscheidungen auch zu treffen.